Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Conan Exiles. Heute soll es mal tatsächlich in einen großen, fiesen, miesen Dungeon gehen. Und dafür brauche ich Unterstützung. Der Hippo und der Xar sind dabei. Hi. Hallo. Moin und tschüss. Ja. Ach, du wusstest gar nicht, dass wir jetzt in den Dungeon wollen, oder wie? Nee, ne? Nee, du hast ja nur gesagt, lockt euch ein, wir machen irgendwas. Wir bauen ein bisschen Blümchen und so. Leichtgläubig und dämlich wie wir waren, locken wir uns ein und jetzt haben wir den Salat. Ja, jetzt haben wir den Salat. Achso, ich soll doch mal die UI anmachen, dann sehen wir auch was. Es soll in die vergessene Stadt von Xel'ha gehen und dort dann in den Palast der Hexenkönigin. Und da waren wir schon mal im Stream, haben die Fresse poliert bekommen. Ach Quatsch, und das dachten wir jetzt, das holen wir jetzt. Ja, nee, wir hatten in der Tat tatsächlich mit Bugs da zu kämpfen. Weil ja, und unser nicht vorhandenen nicht Treppen. Mehr. Ja, und nicht vorhandenen Treppen mehr. Das ist richtig. Mal schauen, ob ich gut, dass du es gesagt hast. Siehst du, hättest du dein Maul gehalten, hättest du eine hohe Chance gegeben, dass mir der Mist wieder passiert wäre. Ach, sah. Also, wir sind unterwegs hier mit einer Rüstung, die so im Bereich, na, was ist das ungefähr? Mittlere Rüstung, ja, ne? Also ja, nichts Tolles. Ja. Mittlere Rüstung, dann haben wir Stahlwaffen. Wir sind um Level 40 rum, knapp 40 habe ich. Sehen das. Bin ja FI. FI. Ich bin blind. FI. Oben. Über deinem Inventar. Ach doch, Stufe 38. So. Okay, ja, genau. Also, insofern, wir sind jetzt, denke ich, jetzt nicht. Nicht übermäßig stark. Und von daher werden wir diesen Dungeon machen, ohne dass wir uns da durchbashen. Und dann tatsächlich auch noch so ein bisschen strategisch ran müssen. Was denke ich dann. Und sinnvoll ist. Kennt noch jemand den Weg? Ja, so grob. Ich müsste mir das. Kommt mal runter, vielleicht von der Treppe. Oder wollt ihr das da oben? Ich meine, das können wir oben machen. Ganz gut. Ja, du machst das da oben. Das sieht auch schön aus. Ja, ein bisschen Treppenkampf. Ja, nee, es läuft gut da oben. Oder? Go, Xa. So. Füllt ja, Wasser da unten nochmal auf. Wollte nur einfach Schnitzel schon vor dem Kampf aufrauchen. Wie ihr seht, sind wir ganz in der Nähe mit unserer Basis. Hier oben ist unsere Basis. Wir müssen jetzt da einmal durch. Und denke mal, das kriegen wir relativ locker hin. Ansonsten ist der Weg natürlich weit. Wir sind da ganz im Osten der Karte. Ah ja, hier die Treppe hoch und dann rechts. Das war's schon, ne? Genau. Ja. Das war's. So ist es. Der Weg ist so ein bisschen, naja, also die gefährlichsten Gegner sind, was ist mit dem los? Die gefährlichsten Gegner sind im Grunde genommen die hier, wenn man Pech hat, findet man noch Gorillas. Die hauen noch ein bisschen mehr rein. Ja. Ich bin hier davor auf dem Boden rum. Affe. Für den Dungeon sollte man mitnehmen eine Waffe, die relativ schnell ist. Ich bin jetzt hier mit dem Hammer unterwegs, logischerweise, das ist alles andere als schnell. Ansonsten für den Hauptkampf braucht man Waffen, mit denen man halbwegs flott zuhauen kann. Dafür habe ich die Axt hier mit dabei. Ja, ich benutze den Speer auch nicht, ich habe auch ein Schwert und ein Schild. Genau, Schild haben wir auch am Start. Auch das Schild ist nicht ganz sinnlos. Ja. Ist nicht ganz sinnlos. Also der Kampf ist relativ damage-lastig, muss man sagen. Man kriegt da ganz gut reingebraten im zweiten Teil. Und von daher ist es ganz gut, wenn man was hat, womit man die Gegner eventuell ein bisschen stunnen kann. Ja. Das ist so richtig. Aber sind wir noch richtig? Ja, da vorne geht es dann die Treppe hoch und dahinter geht es die nicht vorhandene Treppe runter. Oh, zelda. So, der war easy. Ja. Wir haben jetzt nur die Heiltränke dabei und davon auch nicht sonderlich viele. Das liegt mehr oder weniger daran, dass wir keine Zeit hatten, uns noch anständig vorzubereiten. Und das letzte Mal dann doch sehr viel unserer Ressourcen aufgebraucht wurden. Was sich da eigentlich ganz gut bewährt hatte, waren die Tränke, die es aus dem Deketo-Schrein gibt. Wie heißen sie doch gleich? Ich glaube, sie kommen jetzt gerade dran. Ich weiß es leider auch nicht. So, hier geradeaus ist keine Treppe. Das muss ich. Ach, schade. Ich habe dich jetzt schön unter Segel sehen. Hier geradeaus ist keine Treppe.
Das möchte ich nur einfach mal so der Vollständigkeit halber erwähnen. Warum, weiß ich nicht. Im Stream dabei, ja. Da sind doch gleich die Tränke, Mensch. Nur jetzt nicht hinter. Ja, die auf jeden Fall die aus dem Schrein, die Keto-Tränke. Komm ich jetzt echt nicht gerade mehr dahinter. Fällt mir gerade auch nicht ein. Hab ich auch einen in der Tasche? Nee. Und wenn man dann hier ist, geht's einfach nur gerade runter. Und dann sind wir auch schon da und porten uns da rein. Haben wir ein Bett mitgenommen? Selbstverständlich nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Das läuft doch gut so. Ja, ja. Wir brauchen kein Bett. Wir sind geübt, wir wissen genau. Lass dich erst mal bekommen. Sei doch nicht so pessimistisch. Nein, nein, nein. Zack, ist mir drin. Also wir hatten das letzte Mal hier in dem Ding das Hauptproblem eigentlich im Grunde genommen, dass wenn mal einer stirbt und er wieder reinkommt, dass er seinen Loot nicht sieht. Das war sowohl bei Xar als auch bei Hippo der Fall. Ich zum Glück hab's immer gesehen. Die sind aktiv? Nee, noch nicht. Okay. Ja, dann wechselt mal die Waffen, oder? Ich glaube auch. Also als erstes werden hier diese netten Säulenkameraden aktiviert. Hier mache ich noch mit dem Hammer. War bei denen ganz gut. So, das ist Phase 1 des Kampfes. Und relativ simpel. Die sind so träge. Nur das sollte nicht passieren. Ja, ich habe den einen Fuß schon gar nicht mehr gesehen. Leider sind Koya und Xan noch Träger. Und du auch. Nee, ich wurde nicht getroffen. Ach, war das... Och, jetzt aber. Da warst das nicht gerade du, der beim zweiten Mal... Das war Xan. Ich habe mich nur weggerollt, wenn du das gesehen. Naja, einen Vorschlag haben wir gegen die... Mir läuft gut. Diesmal kriegen wir nicht so aufs Maul. Ich krieg jetzt schon mehr aufs Maul als beim letzten Mal. Ja, läuft. Fantastisch. Was schießt denn da mit dem Bogenpfeil gefunden? Ich, weil ich Leben recken kann. Dass ich trotzdem Schaden mache, habe ich einen Bogen dabei. Kann nicht wahr sein. Machst du aber nachher nicht. Sobald ich wieder Leben habe, komme ich wieder nahe kommen. Boah. Hier. Guck mal, der ist fast tot. Mal kurz festhalten. So, zerlegt. Ha, easy. Eine meiner leichtesten Übungen. Aua. Wo steht denn der hier mal noch? So, jetzt werden diese Laser hier aktiv. Ja. Den müssen wir erstmal so ein bisschen ausweichen. Mehr ist es nicht. Puff. Hi, Hippo. Hallo. Guten Tag. Ja, kommt jetzt auch mal der zweite her? Ja, komm, die Lasershow ist doch cool. Nee, das war doch auch so das letzte Mal, dass der erstmal ein bisschen tanzen musst. Und dann aktiviert sie den zweiten erst. Ach so. Ja, ja. Und dann allerdings kommt sofort. Der nächste kommt gleich mit Laser. Ja, ja. Ah, da kommt der auch. Bekommt ein bisschen Lightshow mit dazu. Guck, da hat man was, wo man rein. Warum geht der gleich auf mich? Warum geht der gleich auf mich? Könnt ihr mir das mal sagen? Guter Geschmack. Guter Geschmack. Ja, glaube ich, bin im. Ja. Oh, Strahl. Och, aua. Hör doch auf. Hat aber auch eine Reichweite. Dieser AOE ist heftig, wenn der trifft. Au! Oh, der Strahl. Ich war doch gar nicht im Strahl. Auch die Strahler haben eine gewisse Fläche. Können wir den da mal wegziehen zum Eingang? Kannst versuchen. Am Eingang sind aber auch Strahlen. Mit der Pike gegen Marmor. Du bist aber auch einer. Das ist ein Pickel. Ich hab hier neue Muster in die Beine. Gravierst deinen Namen ein, ja? Ja, genau. Xar and Hippo forever. Oh, du großer Gott. Was ist denn los ist mit dem? Tot? Ja, der ist tot. Ach so, der ist. Bei mir stand der da.
Ja, bei mir stand der Ola. Ja, okay. Steht auch noch da, aber... Jetzt wäre die Zeit, wo man auf die schnelle Waffe sollte. Da ist sie. Das ist jetzt Chefin. Okay, gehen wir zusammen drauf und wechseln uns ab sozusagen ein bisschen. Bei ihr gilt es eigentlich, sie zu stunnen ohne Ende. Sie sollte wirklich nicht dazu kommen, einem eine reinzubraten, weil das einfach ganz empfindlich wehtut. So zum Beispiel. Ich muss mal kurz raus. Der konnte die mit der Attacke nochmal umschmeißen. Das war gut. Der Speer. Aber auch nicht immer. Na, klappt das. Mach mal kurz raus. Ja, ist okay, wir sind dabei. Ansonsten, aua, können wir sie auch ein bisschen tanken. So, also wie gesagt, das Wichtigste ist... Das Wichtigste... Aua, bist du die jetzt mich? Ja, weil du es bestimmt irgendwie verdient hast. Na gut, ich muss halt ständig um. So, komm. Ich tank sie mal kurz ein bisschen weg. Ihr könnt... Ja, ich kann schon nochmal regenerieren. Okay, komm. Ran, Hippo. Aua. Jetzt bin ich mal kurz weg. Ja. Oh, das ist ja wohl fies. Na komm. Okay, sind wir alle wieder regeneriert? Hey. Können wir drauf? Nee, ich nicht. Okay, dann lauf kurz ein bisschen, Xar. Ich muss laufen, ja. Kann sie dir auch versuchen abzunehmen, aber es ist schwierig gerade. Ja, wohl ein Köfferchen, dann die Dichte. Ich komm leider nicht dran, warte mal. Ja, lauf halt vor mir rein, dass er abfangen kann. Hab ich ja schon. Oh, das war fantastisch. Strahlen. Noch hinter mir her? Nein, ja, ich hab sie. Okay. Du kannst regenerieren. Oh, bin schon bei. Soll ich Strahlkoja? Naja, sehe sie schon. Ich hoffe, mein Schild hält halt eine Weile. Es wäre ganz schön, wenn ihr jetzt wieder angreifen könnt. Halbwegs voll, dann komm ich. Okay. Au! Fuck! Den Strahl habe ich nicht gemerkt von hinten. Vielleicht bist du gesagt? Können wir loslegen? Ja, kann. Okay, dann geht ran. Ich block noch, solange es geht. Aua, ich bin kurz raus wegen Ausdauer. Vorsicht, Strahl. Und ich komme wieder ran. Strahl, Achtung, raus da. Wie steht die dieses Mal schnell oder auch wenn die mal auf der Schnauze liegt? Ja, nö, eigentlich nicht. Ja, vor allen Dingen steht die dieses Mal mit einem Schlag auf. Ja, haben sie doch. So, da liegt sie. Ja. Was? Down. Fertig. Und looten kann man einen Schlüssel für Rasmas Quartier und die Maske der Hexenkönigin. So, dazu kann man hier hochgehen. Zu den Loot-Items kommen wir gleich, was die so können. Und ich glaube, hier oben war das, ne? Ja, der Thron, glaube ich. Am Thron. Ich glaube, den Thron, den kann man dann mit E aktivieren. Da können wir jetzt nicht, weil wir das schon mal gemacht haben. Da bekommt man dann Rezepte. Und die schauen wir uns jetzt als allererstes mal an. Hollende. Wo war das? Bei Rüstungen, ne? Ja, Rüstungen. Und dann hier bei... Wo waren die? Waren die Shortcuts? Epische, ne? Ja, epische Exilobjekte, da sind sie. Genau. Die Lemurianische Kriegerrüstung. Und die königliche. Und die hat schon einen ganz guten Rüstungswert. 80 auf dem Brustteil. Die Lemurianische. Gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, ist okay. Gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Und dann haben wir die königliche Rüstung. Die hat weniger Rüstwert, aber scheint gegen Kälte zu helfen. Mhm. Weil ich glaube, das ist mehr so eine Zierrüstung. Ja. Also die man dann irgendwie den Leibeigenen oder Priestern oder sowas geben könnte. Ich finde das sehr für Priester, glaube ich, ganz cool aus, wenn man das so sieht. Die können wir uns ja dann im Stream oder vielleicht auch bei einem anderen Guide oder Let's Show Video, ich bin durstig, mal anschauen. Oder soll ich sie mir gerade mal hercheaten? Komm, wir cheaten sie uns mal eben her und schmeißen sie dann wieder weg. Administrator-Menü. So, wie hieß die?
Könnt ihr mir das kurz sagen, der Name nochmal? Lemurianisch mal das eine? Moment. Lemurianisch? Sind beides Lemurianische. Das eine ist die Kriegerrüstung und das andere ist die königliche Rüstung. Lemurianische Kriegerstiefel. Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und das andere was? Königliche? Oh, ja, genau. Genau. Auch Lemurianische. Königliche. Passiert. Moment. Lemurianische königliche Rüstung heißt das Set und die Brust heißt königliches lemurianisches Kleid. Königliche. Königliches lemurianisches Kleid. Ja, das habe ich. Königliche. Das ist die Brust von dem Set. Lemurianische Pantoffeln ist wahrscheinlich das. Ja, sind die Schuhe. So, und wie heißen die Hände? Die Hände heißen. Gibt es überhaupt Hände? Ja, was ist da? Also, es gibt königlicher lemurianischer Armschutz noch? Genau, Armschutz, das meine ich ja, genau. Und dann gibt es noch königlicher lemurianischer Sarong. Genau, ja, habe ich jetzt beides. Ich glaube, dann bin ich komplett. Also, königlicher lemurianischer Schmuck gibt es auch noch. Ja, aber das ist ja, warte mal, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, ein fünftes Teil fehlt. Ja, das ist der Schmuck. Nee. Arm, warte mal. Fünf Teile. Eins, zwei, drei, vier. Wo ist das? Der Armschutz, der Armschutz fehlt mir noch. Königlicher lemurianischer Armschutz. Königlicher lemurianischer Armschutz. Das mit meinem He-Man-Charakter ist natürlich ganz hervorragend. Ja, das steht hier ausgezeichnet. Interagieren? Was kann ich denn hier interagieren? Lemurianischer Armschutz. Ja, mit dem Thron. Ja. Ja, schon gemacht. Dieser Plünderer? Wo sind jetzt? Ach, da, jetzt hat er ihn automatisch angelegt. Ja, ist doch schön, oder? Also. Ja, ganz wunderhübsch. Sagst du auf jeden Fall viel Bein. Ja, ja, viel Bein und viel. Und wenn jetzt Wind von unten kommt, renne ich weg. Ui! Guck mal. Ui! Nein, ich guck nicht hin. Warte, ich brauche mal was, wo ich ein bisschen Licht von vorne habe. Ja, das sieht doch episch aus. Also, das ist He-Man. Der He-Frau. Hilfe! Das ist eher Hilfe. Das trifft es eher. Ganz grausam, ja. Also zumindest an diesem Charakter. Und das andere ist lemurianische Kriegerbrustplatte. Das ist das. Kriegerhandschuhe. Kriegermaske. Kriegerstiefel. Und da fehlt auch was. Hose. Hose, irgendwas. Keine Ahnung. Moment, da muss ich auch nochmal gucken gehen. Dies. Lemurianische. Lemurianischer Krieger Oberschenkelschutz. Habe ich. Ja, die geht. Oh, sieht das auch irgendwie so besonders aus. Ja, aber besser als die gerade. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wohl, also diese Maske ist. Ich weiß nicht. Warum hast du denn eine Maske auch? Ja, immerhin liegt hier kein Stroh rum, aber, also, boah, naja, also ich finde die Maske auch sehr schwierig. Aber, was will man schon, ich meine, ne? Ja, wunderschön ist halt alles nicht. Nee, also, nackt ist da doch am schönsten. Ihr könnt wenn ihr wollt, euch auch mit verkleiden. Nee, das hat er so ein komischer Typ an, das will ich nicht wieder anziehen. Boah. Da holt man sich sicher Hühneraugen oder sowas. Ich glaub's ja wohl nicht. Hühneraugen, ja, das wär das harmloseste. Und weißt du, was ist dir jetzt nicht eingefallen als Hühneraugen? So, ja, dann haben wir hier. Die Krätze oder Läuse oder. Ja, zum Beispiel. Herpes. Dann haben wir den Schlüssel für Rasmas Quartier ja gelootet. Dieser kleine Schlüssel öffnet eine Tür in Sepermeru, wohin Rasma zurückkehrte, nachdem sie von der Maske der Hexenkönigin befreit worden war. Das ist wiederum ganz, wie wir vom Stream-Chat erfahren haben, vielen Dank dafür, ganz im Westen dieser Karte, wohl hier hinten bei diesen drei Seen.
eine Stadt und dort irgendwo muss es wohl eine Tür geben, die man damit aufschließen kann. Wir werden das zusammen rausfinden, sicherlich dann im Stream. Und sobald wir das dann gesehen haben, sicherlich auch hier auf YouTube dann eben bringen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch die Maske. Zu der gibt es eine Geschichte, wie diese Maske da, wie es zu dieser Maske kam, was dahinter steckt. Aber klar, Moment, ich muss mal kurz... Blöde Allergie. Die ist ein Bestandteil, welches wir brauchen für das Ritual, um uns dieses Armband abzureisen, welches uns ja an diesen Ort bindet und uns daran hindert, hier die Grenzen dieser Welt zu verlassen. Das heißt also, im Grunde genommen, die Maske ist ein Baustein dafür, das Ende quasi von Conan Exiles zu beschreiten. Ja, das soll es erstmal hier so gewesen sein von der Hexenkönigin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren so die Infos, die wir dazu haben. Die ganzen Dungeons, die wir so machen, werden wir immer wieder vorstellen. Ich denke, das macht Sinn, dass wir da auf YouTube immer mal ein paar spezielle Folgen zu haben. Bin gespannt auf eure Meinung, auf eure Erfahrungen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Dungeon Guide oder noch viel besser im Livestream am Donnerstag um 20 Uhr auf Twitch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitmachen an die Bogen Xar. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Tschüss.